Zuerst wollte und konnte ich die Geschichte, die ihr jetzt hören werdet, auch nicht glauben. Aber dann, zum Schluss. Doch am besten erzähle ich euch alles vom Anfang an. Es war Heiligabend. Die Straßen waren verschneit. Die Dächer der Häuser sahen aus wie mit Puderzucker bestäubt. Und heller Rauch kräuselte aus den Kaminen zum Himmel empor. Überall roch es nach Weihnachten. Vor dem Haus von Scott Kelvin steht ein Wagen und in diesem Wagen warten der kleine Charlie, seine Mutter Laura und Neil, der neue Ehemann von Charlies Mutter. Sie warten auf Scott, Charlies Vater, der seit der Trennung von Laura alleine lebt. Aber Weihnachten wollen Charlie und sein Vater zusammen verbringen. Scott ist mal wieder zu spät dran. Die Weihnachtsfeier seiner Firma hatte länger gedauert, als er dachte. Aber endlich kommt er zu Hause an. Oh, entschuldigt die kleine Verspätung. Hallo. Hallo. Kommst du noch mit rein? Neil wartet im Wagen und ich will Warum kommt er nicht mit? Er hat gesagt, Daddy, du würdest ja doch bloß wieder rotzig sein. Ich habe noch mehr auf Lager. Je nach uns könnte ich auch sarkastisch oder brutal sein. Hi! Ich muss jetzt gehen, ja. Ach komm schon, am Weihnachtsabend. Nur ein Momentchen. Vorsicht, die Stufen sind völlig vereist. Ich hab dich gewarnt. So. Hör mal, Scott. Seid ihr zum Essen bei deiner Mutter? Eigentlich sind wir bei Nils Familie eingeladen. Ah, Weihnachten im Hundezwinger. Ich finde hier aber nicht viele Geschenke. Kein Wunder, der Weihnachtsmann war ja auch noch nicht da. Neil glaubt nicht an den Weihnachtsmann. Ach, weißt du, Neil hat doch einen Nagel im Kopf. Er ist ziemlich klug, er ist Doktor. Er ist kein Doktor, er ist Psychiater. Zieh die Jacke aus, du bleibst doch hier, oder? Ich komme gleich, Sekunde. Ich will nur noch... Hat dieses Rindvieh Charlie gesagt, es gibt keinen Weihnachtsmann? Was? Nein. Charlie kam neulich völlig fertig von der Schule nach Hause, Tränen überströmt, weil ihm ein älterer Mitschüler erzählt hat, sowas wie ein Weihnachtsmann gäbe es nicht. Und da hat Neil sich mit ihm hingesetzt und ihm... gesagt, natürlich gibt's einen Weihnachtsmann. Er wollte ihm nur klar machen, dass der Weihnachtsmann oder Santa Claus mehr so etwas wie ein Geisteszustand ist und kein Wesen. Das passt eher zu Neil. Und wer hat euch erlaubt, Charlie zu sagen, es gäbe keinen Weihnachtsmann? Ich finde, wenn wir schon die Illusion unseres Sohnes zerstören, sollte ich beteiligt sein. Gerne, aber du bist ja nie da, wenn man dich braucht. Oh, bitte. Wir versuchen doch lediglich nur, Charlie eine Vorstellung von Realität zu verschaffen, mehr nicht. Das klingt ja toll. Wozu sollten Kinder auch ihre Fantasie benutzen? Oh ja, haben wir dir nicht die Ich-tue-alles-für-dich-Puppe zu verdanken? Jetzt komm mir nicht so. Wenn du willst, bohr ich in der Nase. Wenn du willst, bin ich ein Hase. Warum müsst ihr euch beide immer streiten? Das tun wir doch gar nicht. Deine Mama hat bloß gesungen. Das klingt doch immer wie... Katzenjammer. Das Problem ist, Neil und deine Mutter glauben nicht an Weihnachten, weil sie auch nicht brav sind. Sie brauchen keinen Weihnachtsbaum, da würde eh nichts drunter liegen. Wisst ihr was? Irgendwie finde ich es ziemlich kindisch, an so einen Quatsch zu glauben. Was redest du für ein Blödsinn? Ich glaube auch daran und bin kein Kind mehr. Ach wirklich? Ich glaube, du musst langsam gehen. Wir wollen doch Dr. Spatzenhirn nicht warten lassen. Komm mal her. Muss ich denn echt hier bleiben? Charlie, du wirst mit deinem Daddy zusammen ein wunderschönes Fest feiern. Holst du mich morgen wieder ab? Aber natürlich. Ganz, ganz früh? Ja. Ganz früh heißt vor Sonnenaufgang, okay? Viel Spaß. Oh, fröhliche Weihnachten, Charlie. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Mom. Hier ist die Nummer von Nils Mutter, falls irgendwas... 0190 Domina? Ich kenne diese Nummer. Ah, fröhliche Weihnachten auch für dich. Schön brav sein. Okay? Bis morgen. 4 Stunden? Genau, Scott.
4 Stunden muss der Weihnachtsputer im Backofen braten, dann sollte er fertig sein. Doch irgendetwas scheint Scott falsch gemacht zu haben. Denn bereits nach 2 Stunden braucht er einen Feuerlöscher. Der Puter brennt. Jetzt weißt du, warum unbedingt ein Hochleistungsfeuerlöscher neben jedem Herd hängen sollte. Die Flammen waren ziemlich gewaltig, Dad. So ein Vogel ist sehr eigenwillig. Dad! Ah ja. Er ist gar. Ja, aber nicht mehr genießbar. Also, auf ins nächste Restaurant. Doch die Restaurants haben Heiligabend geschlossen. Also, weitersuchen. Weißt du was, Dad? Timmy kann ganz toll kochen. Ja, du solltest ihn erst mal sehen, wie er übers Wasser watscheln kann. Du kannst ihn nicht ausstehen, stimmt's, Dad? Charlie, ich wollte nur einen kleinen Witz machen. Tut mir leid, war nicht so gemeint. Ich finde ihn ganz prima, nein, ehrlich. Er hat irgendwie so eine komische Art, dass man am liebsten, wie soll ich sagen... Irrational um sich schlagen möchte. Von wem hast du das bitte gelernt? Von Neil. Ich lerne viel von ihm und nie hört mir zu. Klar. Geht ja auf Krankenschein. Dennis Imbiss, der hat noch geöffnet. Also nichts wie rein da. Kaffee? Nein, vielen Dank, Juni. Als erstes schlage ich ein typisches Weihnachtsgetränk vor. 2-mal Eierpunsch, bitte. Eiskalt. Ich mag keine Eier. Der Punsch ist aus. Kaffee, koffeinfrei. Mhm. Eine Schokomilch, bitte. Ist auch aus. Von mir aus auch nur Milch. Okay. Wenigstens haben die hier heißen Apfelkuchen. Hatten wir. Mhm. Ist doch nett hier. Weihnachten in einer Imbissbude. Charlie ist froh, dass er jetzt im Bett liegen kann. Ihm fallen fast die Augen zu, obwohl... oder weil sein Vater ihm eine Geschichte vorliest. Es ist der Abend der Weihnacht und im ganzen Haus, da rührt sich gar niemand, nicht mal eine Maus. Plötzlich erhob sich draußen ein Gepolter auf dem Dach der Familie Walter. Der Vater sprang in den Garten und fand eine Leiter... auf welcher stand, betreten verboten und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Fröhliche Weihnachten und gute Nacht. Was ist das? Was ist was? Es erhob sich ein Gestolper. Nein, dass du dich verhört. Es erhob sich draußen ein, ich glaube, da stand Gepolter. Ja. Was? Charlie... erhob sich heißt eigentlich nichts anderes als entstand. Und Gepolter ist ein Riesenkrach. Mach die Augen zu. Schlaf jetzt. Wie können Rentiere fliegen? Sie haben doch keine Flügel. Feenstaub. Das ist Peter Pan, Dad. Hörner. Geweihe. Wie auch immer. Die Geweihe sind so etwas wie... verstehst du, das ergibt so einen Stromlinieneffekt. Die Luft geht da irgendwie, ich meine, schwerelos. Und wenn Santa Claus furchtbar dick ist, wie kommt er dann durch den Kamin? Er zieht den Bauch ein, wie Opa. Und wie kommt er in die Häuser rein, wenn die Leute keinen Kamin haben? Charlie, an etwas glauben bedeutet manchmal nur, dass man... an etwas glaubt. Santa Claus braucht die Rentiere zum Fliegen, weil er fliegen muss. Du glaubst doch fest an ihn, stimmt's, Dad? Natürlich glaube ich an ihn. Bitte schlaf jetzt. Dad! Was ist denn, Charlie? Der Santa Claus liebt doch Milch und Plätzchen. Stellst du ein paar raus? Gute Idee. Ich heiz schon mal den Backofen vor. Vergiss nicht den Feuerlöscher. Schlaf schön, Charlie. Charlie will jetzt wirklich einschlafen. Doch da... er hört ein merkwürdiges Rauschen und ein Gepolter auf dem Dach des Hauses. Schnell weckt er seinen Daddy. Dad, steh auf! Was ist... es erhob sich ein Gepolter. Was
ist los? Na, ein gepolterter. Charlie, was redest du da überhaupt? Das hast du doch selbst vorgelesen. Es gepoltert von draußen. Wahrscheinlich ist es heute Nacht nur ein bisschen windig. Na komm, jetzt geh wieder ins Bett. Da ist jemand auf dem Dach. Das ist der Weihnachtsmann. Das kann nicht sein. Du setzt dich jetzt brav hier hin und bleibst schön sitzen. Charlie, kennst du die Notrufnummer der Polizei? Na klar, die weiß ich von Neil. Ah ja, gut, schön sitzen bleiben. Hey, sieh da! Ja, was kann ich? Hey, Kumpel, steh auf! Na schön. Du kannst ja auch liegen bleiben. Wie du willst. Du hast ihn erwischt! Charlie, du bleibst im Haus. Würdest du bitte auf mich hören? Geh wieder zurück! Das ist Santa Claus! Du hast ihn abgemurkst. Habe ich nicht. Und das ist auch nicht Santa Claus. Stimmt, er war's. Vielleicht hat er einen Ausweis bei sich. Ich suche nur nach deinem Ausweis. Nicht nervös werden, ja? Danach fahre ich dich zum Kaufhaus zurück. Santa Claus, Nordpol. Sollte mir etwas zustoßen, zieh mein Kostüm an. Die Rentiere wissen, was zu tun ist. Ja, ja, verstehe. Das haben Scott und Charlie noch nie gesehen. Auf dem Dach parkt doch tatsächlich ein goldener Schlitten. Und vor dem Schlitten sind 8 Rentiere angespannt, die scheinbar nur darauf warten, endlich wieder starten zu können. Unglaublich. Scott kneift die Augen zu und öffnet sie wieder. Der Schlitten und die Rentiere sind immer noch auf dem Dach. Und da entdeckt Charlie, dass der vom Dach gepurzelte Weihnachtsmann nicht mehr da ist. Nur sein Kostüm liegt noch im Schnee. Hey! Er ist verschwunden! Wo ist er? Er muss hier irgendwo nackt rumlaufen. Ja. Siehst du sein Kostüm an, wie er auf der Karte Nein. steht? Nein. Ach komm, Dad, ich möchte auch mitfahren. Jetzt hör auf damit, wir fahren nirgendwo hin. Daddy, du tust nie, was ich möchte. Ich muss nachdenken, jetzt halt bitte mal deinen Schnabel. Rentiere auf dem Dach. Das Kostüm auf der Erde ist runtergefallen. Ich bin unschuldig. Rentiere auf dem Dach. Das glaubt mir keiner. Da steht die Leiter. Go! Oh. Wie kommt die denn hierher? Guck mal, was da steht, Dad. Betreten verboten der Weihnachtsmann. Hä? Er sprang in den Garten und fand eine Leiter, auf welcher stand betreten verboten. So wie in dem Gedicht. Charlie, komm da wieder runter. Du kommst da sofort wieder runter. Dad, das musst du dir angucken. Fass da bloß nichts an. Das ist ja irre. Ich rufe die Polizei. Von mir aus soll einer von denen die Klamotten anziehen. Wahnsinn. Der Kerl war ein Riese. Dad, sind die nicht süß? Charlie, rühr die Biester ja nicht an. Das sind Rentiere, man weiß nie, wo die herkommen. Die sehen mir so aus, als hätten sie die Rentiermasern. Rudolf, das gehört sich doch nicht. Entschuldige bitte, komm mit. Dad, guck mal, der Schlitten von Santa Claus. Na, was redest du da, er hat doch keinen Schlitten. Na klar hat er einen. Du hast mir gesagt, du glaubst an ihn, stimmt's? Ach ja? Ach ja? Was ist mit den Rentieren hier? Die gehören ihm doch, oder nicht? Ich hoffe nicht. Die sind auf Werbetour. Vermutlich vom Kabelfernsehen. Wir kriegen jetzt auch den Disney-Kanal. Frohe Weihnachten. So, jetzt komm da raus. Ich will aber nicht. Charlie, ich spaß an dich. Los, raus hier. Vorwärts! Höher, Tommy! Höher! Pass auf!
wagt's denn? Charlie und Scott können nicht glauben, was da passiert. Sie sitzen im Schlitten vom Weihnachtsmann und die Rentiere fliegen mit ihnen durch die Luft. Unglaublich. Doch lange dauert die Reise nicht, denn schon landen sie auf dem Dach eines Hauses. Oh Mann, hatten wir einen Zahn drauf. Und was machen wir jetzt? Nimm den Sack mit dem Spielzeug. Und dann weiter? Runter durch den Kamin. Runter durch den Kamin? Du meinst, ich soll mit dem Sack durch den Kamin in ein fremdes Haus? In meiner Unterwäsche? Nein. Zieh erstmal das Kostüm an. Ich sag dir, was wir jetzt tun werden. Wir verschwinden sofort wieder. Mir ist die ganze Geschichte hier einfach zu blöd. Dad, wieso ist immer alles, was ich möchte, blöd? Das habe ich nicht gesagt. Wir frieren hier draußen langsam die Nüsse ab. Du willst also, dass ich das Ding da anziehe, ja? Das darf doch nicht wahr sein. Sieh dir den Fetzen an, wer weiß, wo der schon überall war. In 1000 Kaufhäusern. Na, was ist? Bist du jetzt zufrieden, Comet? Das will ich doch hoffen. Aber am meisten hoffe ich, dass der Kerl, der da wohnt, eine Nähmaschine hat. Ei, ist das ein schicker Mantel. Na? Wie sehe ich aus? Süß? Du hast die Schärpe vergessen. Stimmt. Ich habe mich schon gewundert, warum ich noch friere. So, und jetzt? Noch die Stiefelchen. Und schon wäre ich verkleidet. Vorher soll ich wissen, was ich da lassen soll. Vielleicht ist irgendwo eine Liste. Eine Liste? Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Die Liste. Weihnachtsmann Scott greift den Sack mit den Geschenken und schon wieder geht es los. Der Geschenkesack fliegt einfach mit Scott davon. Hoch in die Luft. Pass auf! Es geht schon, kein Problem. Alles klar. Dad, du fliegst ja. Kein Problem, als Handy bin ich früher auch mal abgehoben. Scott schwebt jetzt genau über dem Kamin und plötzlich geht's abwärts. In den Kamin hinein, durch den Kamin hindurch. Die Landung ist zwar noch ein bisschen schmerzhaft, aber fürs erste Mal schon ganz gut. Scott rappelt sich auf, packt den Sack aus und verteilt die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Das macht ihm sogar Spaß, bis... Schöne Zähnchen. Ist da jemand? Nicht vergessen, wir haben Weihnachten, das Fest des Friedens. Na komm, schnapp dir den Sack, komm, komm. Charlie? Charlie, ich brauch Hilfe! Scott schnappt sich den Sack und der zieht ihn durch den Kamin wieder aufs Dach. Kurz bevor der Hund zuschnappen kann. Wow, wie hat er denn das gemacht? Was ist denn das für ein Gefühl? Ich komme mir vor wie Superman und Kaminkehrer zusammen. Zieh mich runter, wir müssen hier verschwinden. Danke, und jetzt ab nach Hause. Wie startet man dieses Ding? Das wissen die Rentiere schon, mein lieber Scott. Aber die Rentiere denken nicht daran, Scott und Charlie nach Hause zu bringen. Hoch und höher geht der Flug der beiden durch die Lüfte, bis sie... in einer endlosen Schneewüste landen, genau am Nordpol. Sind wir hier richtig, Dad? Nein, sind wir nicht. Hey, Jungs, kann es sein, dass ihr euch verflogen habt? Die Rentiere schauen sich an, dann galoppieren sie los, ohne Schlitten. Den lassen sie einfach stehen. Nein, 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 hey, hey, wo wollt ihr denn hin? Kommt sofort zurück! Dann, auf einmal, senkt sich der Boden, auf dem der Schlitten steht. Und wie in einem Fahrstuhl fahren Scott und Charlie hinab in die Tiefe, hinab in ein Märchenland. Riesige Säle tun sich vor ihnen auf, warm und bunt geschmückt. Vollgeladen mit Spielzeug. Spielzeug, wie es sich Kinderherzen wünschen und erträumen. Und durch jeden dieser Säle hopsen, laufen und tanzen Kinder. Kinder. Nicht ein Erwachsener ist in der ganzen Kinderschar zu sehen.
Der Schlitten setzt auf. 1000 Kinderaugen schauen auf Charlie und Scott. Die Erwachsenen. Das ist ja echt cool. Du wartest hier. Hey Kleiner, warte mal, mein Junge. Wer trägt hier die Verantwortung? Na du. Und ich bin kein Junge. Meine Schnabelschuhe sind viel älter als du. Ich bin ein Weihnachtself. Ob elf oder zwölf oder Junge oder Mädchen, ist mir doch völlig egal. Wer hat hier das Sagen? Wer ist hier der Boss? Na du. Nein. Wer ist hier die Obernummer? Na du. Hey, wem haben wir das durcheinander hier zu verdanken? Na ihr. Entschuldige bitte, haben wir etwa Kaffeepause? Wir trinken keinen Kaffee. Dann schätze ich, ist die Pause jetzt vorüber. An die Arbeit, danke. Jetzt sei doch nicht so hart mit ihr. Wer bist du? Ich bin Bernard. Freut mich sehr, Santa Claus. Ich bin nicht Santa Claus. Ich habe eine harte Nacht hinter mir. Der andere Weihnachtsmann ist verschwunden, richtig? Jetzt warte mal. Hey, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, aber ich kann nichts dafür. Der andere ist vom Dach gestürzt, ein Unfall. Ich habe eine Hausratsversicherung und einen guten Anwalt. Nicht so gut wie der von meiner Frau, aber stochern wir nicht in dieser Wunde. Warte mal, halt. Woher weißt du, dass der andere weg ist? Irgendetwas zu trinken? Nein, ich will nichts trinken. Ich hab Durst und mächtig Hunger. Charlie, hab ich dir nicht gesagt, bleib im Schlitten. Wer ist denn das? Wer das sind? Das ist mein Sohn Charlie. Verzeihung, Charlie, das ist Bernard. Bernard. Hallo, Bernard. Hallo, Sportsfreund. Er nennt mich Sportsfreund, genau wie du. Wie nett von ihm. Hey, hör mal zu. Ich hab da was für dich, okay? Jetzt streck mal deine Hand aus. Achtung, schön vorsichtig. Sie ist sehr alt, so wie ich auch. Charlie nimmt die kunstvoll verzierte Glaskugel. Innerhalb der Kugel sieht er ein kleines Tannenwäldchen. Vorsichtig schüttelt er die Kugel und Schneeflocken wirbeln auf, legen sich langsam auf die Bäume. Und da, ein kleiner Weihnachtsmannschlitten, gezogen von 8 kleinen Rentieren, fliegt durch den Tannenwald von einem Ende der Kugel zum anderen und ist verschwunden. Wow! Du kannst es ein Weilchen für mich aufheben, wenn du willst. Es könnte mal nützlich sein. Danke. Sehr nett von dir. Ich passe auch gut darauf auf, ehrlich. Das musst du mir fest versprechen. Großes Ehrenwort. Hey, Dad, guck mal. Was hast du denn da? Wie cool, na gut. Hey, Barabbas. Bernard. Bernard, bekommen wir einen Direktflug zurück in die Wirklichkeit oder müssen wir auf Wolke 7 umsteigen? Larry, nimm Charlie mit und gib ihm was zu essen. Na, Larry, vergiss es. Charlie? Ihm passiert schon nichts. Folge mir, wenn das im Kostüm rauswächst. Barbie, ich will doch einfach nur nach Hause. Hör zu, ich bin nicht Santa Claus. Hast du die Karte gelesen, ja oder nein? Ja, ich hab sie gelesen. Dann bist du der Neue. Durch Anlegen der Mütze und des Kostüms hast du den Vertrag akzeptiert. Welchen Vertrag? Na, die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Weihnachtsmänner. Du hast doch eben gesagt, du hast die Karte gelesen, oder? Hier. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für wen? Na, für Weihnachtsmänner. Das muss doch alles seine Ordnung haben. Ist doch völlig normal. Was? Du bist doch Geschäftsmann, richtig? Ja. Okay. Dann weißt du doch sicher, was in einem Vertrag so alles drinsteht. Hast du die Karte? Bernard hält die Visitenkarte des verunglückten Weihnachtsmannes unter eine große Lupe. Und was wie 4 Striche auf der Karte aussah, entpuppt sich als folgende Klausel. Da steht's. Klein und deutlich. Durch Anziehen des Kostüms und Betreten des Schlittens verzichtet der Träger auf alle ehemaligen Rechte seiner früheren Identität, sei sie real oder impliziert, und übernimmt die Pflichten und Aufgaben des Weihnachtsmanns in vollem Ausmaß auf Dauer bis zu dem Augenblick, in dem der Träger entweder durch Zufall oder durch Absicht dazu nicht mehr in der Lage ist. Das heißt im Klartext? Du hast das Kostüm an, also bist du der Boss. Ich hab doch das Kostüm nicht angezogen, weil... Versuch es endlich zu verstehen! Ich möchte dir mal was erklären, okay? Spielzeug muss ausgeliefert werden. Ich werde das nicht tun. Das ist nicht mein Job. Ich bin nur ein Elf. Das ist die Aufgabe vom Weihnachtsmann. Aber der ist vom Dach gestürzt, von deinem. Du hast die Karte gelesen, das Kostüm angezogen und damit den Vertrag anerkannt. Du bist jetzt hier der Neue, klar? Eine Frage. Was denn? Wann kann ich hier verschwinden? Du verlässt uns morgen früh. Du hast 11 Monate, um deine Geschäfte zu regeln. Im November kommst du wieder.
Ich habe einen Hörfehler. Ich komme wieder. Ich schicke die Liste zu dir nach Hause. Welche Liste? Ich bitte dich. Na, die Liste. Er macht eine Liste. Die hält er vor sein Gesicht. Und stellt dabei fest, wer brav und wer nicht. Du machst einfach ein G bei den braven Kindern und ein K bei den Bösen. Was, G und K? Ja. G für Geschenk, K für kein Geschenk. Ja, genau. Woher weiß ich, wer brav oder böse war? Du wirst es wissen. Und was ist, wenn ich das nicht machen will? Damit sollte man nicht spaßen, das ist nicht lustig. Warum denn nicht? Was ist, wenn ich auf diesen Vertrag nicht reinfalle? Was ist, wenn ich einfach nicht daran glaube? Dann würde es Millionen von enttäuschten Kindern auf dieser Welt geben. Die Kinder bewahren den Geist der Weihnacht in ihrem Herzen. Ich nehme an, du willst doch nicht dafür verantwortlich sein, dass der Geist der Weihnacht stirbt. Oder doch? Judy, bring dich auf dein Zimmer. Zieh das Kostüm aus, es muss gereinigt werden. Hoffentlich läuft es ein. Leg dich hin und schlaf dich aus. Wir haben viel Arbeit vor uns und nur ein Jahr Zeit. Judy? Santa Claus? Scott Calvin. Folge mir. Möchtest du was essen? Die Küche hier ist exzellent. Wie wär's mit dem steifen Grog? Ruh dich etwas aus. Hier ist dein Pyjama. Ich bin gleich wieder da. Der Pyjama, den die Elfe Judy Scott in die Hand drückt, ist rot. Knallrot. Und er ist kunstvoll bestickt mit den Initialen S.C. Kaum hat Scott den Pyjama angezogen, da ist Judy auch schon wieder zurück. Santa Claus? Scott Calvin! Ich hab Kakao für dich. Nein, danke. Mein eigenes Rezept hat 1200 Jahre gedauert, bis ich's hatte. 1200 Jahre? Ja, genau. Ich muss sagen, für dein Alter hast du dich verdammt gut gehalten. Danke, ich gehe ja auch mit jemand aus der Verpackungsabteilung. Okay. Sehr gut. Das schmeckt wirklich gut. Nicht zu heiß, extra Schokolade, geschüttelt, nicht gerührt. Du wirkst bedrückt. Bedrückt? Ich bin mehr als bedrückt. Wieso denn? Ich spreche mit einer Weihnachtselfe und dabei glaube ich schon ewig nicht mehr an den Weihnachtsmann. Kein Wunder, die meisten Erwachsenen wollen sich nicht mehr verzaubern lassen. Sie wachsen da irgendwie raus. Du bist eine nette kleine Elfe. Danke. Aber das ist ein Traum. Ich meine, das ist doch sagenhaft. Regelt da unten etwa ein Polarbär den Verkehr? Ich sehe es. Aber ich glaube es nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Worum geht's denn dann bitte? Sehen heißt nicht glauben. Glauben heißt sehen. Kinder müssen das hier nicht sehen, um zu glauben, dass es das gibt. Die Kinder wissen es. Aber jetzt solltest du schlafen gehen. Gute Nacht. Judy geht und Scott legt sich neben Charlie ins Bett. Charlie schläft schon tief und fest. Scott schaut ihn an, streichelt liebevoll über Charlies Gesicht, dann schläft auch er ein. Am nächsten Morgen, in aller Herrgottsfrühe. Bett! 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 Wach auf! Na komm schon! Du musst dir die tollen Geschenke ansehen. Oh, und na los, steh auf. Okay, komm, ist ja schon, gut, ist ja gut. Es ist der Weihnachtsmorgen. Raus aus dem Bett. Mach schon. Beeil dich. Okay. Na, endlich. Scott steht auf, schüttelt den Kopf und muss an den seltsamen Traum denken, den er letzte Nacht gehabt hat. Doch dann schaut er an sich herunter und sieht, dass er einen knallroten Pyjama anhat, den er noch nie angehabt hat.
mit den kunstvoll gestickten Initialen S.C. Geht's dir gut, Dad? Ja, danke, bestens. Hast du vielleicht eine Herzattacke? Ich hab Mund-zu-Mund-Technik. Nein, ich... SC? Ja, Santa Claus. Hey, die gleichen Buchstaben wie dein Name, Dad. Scott Calvin. Was? Oh, Charlie! Frohe Weihnachten, mein Schatz. Hast du Spaß gehabt? Ja, den allergrößten. Na toll. Oh, Scott. Ein hübscher Pyjama, so festlich. Woher hast du den? Ich weiß es nicht. Judy hat ihn dir gegeben. Judy, wie nett. Wer? Na oben, am Nordpol. Ach, eine kleine Helferin vom Weihnachtsmann. Du musst wissen, dass Dad und ich gestern Nacht mit den Rentieren geflogen sind. Das war richtig obercool. Dad war der Santa Claus und Larry hat mir die Werkstatt gezeigt. Da werden die Spielsachen gemacht. Ist ja echt lieb von dir, dass du ihn auf dem Boden gelassen hast. Und ab. Schatz, wartest du kurz im Wagen auf mich? Ich komme gleich nach. Frohe Weihnachten. Mach's gut und danke für die tolle Nacht am Nordpol. Nun, was hast du ihm da erzählt? Gar nichts. Ich hatte nur einen wirklich seltsamen Traum. Ja, wir müssen darüber gesprochen haben. Warte. Schon sind Scott und Laura draußen bei Charlie und Neil. Charlie, Scott. Hallo, Dad. Schicker Pyjama. Danke. Was hast du gerade gesagt? Wer hat dir die Werkstatt gezeigt? Der Elf. Woher habe ich den Pyjama? Den hast du von Judy bekommen. Warte mal, Judy, so hieß doch gestern Abend die Bedienung in dem Restaurant, richtig? Eine Bedienung schenkt dir einen Pyjama. Was läuft denn hier? Wir waren am Nordpol und Larry hat mir die Werkstatt gezeigt. Am Nordpol? Ja, Dad ist der neue Weihnachtsmann. Ah. Der Alte ist vom Dach gestürzt und Dad hat sein Kostüm angezogen. Charlie, darüber reden wir zu Hause, Der Vertrag. Der Weihnachtsvertrag. War nur ein Traum. Sowas gibt's doch gar nicht. Das war nur ein Traum. Bis bald. Ich trage überhaupt kein Pyjama. Für gewöhnlich schlafe ich nackt. Splitter nackt. Ha. Hallo, Mrs. McLoyne. Hallo, Catherine. Sie erkälten sich noch, Mr. Kent. Manchmal schlafe ich auch mit Boxershorts. Laura kann reden, so viel sie will. Neil kann reden, so viel er will. Ja, und auch Scott und ein Psychologe können reden, so viel sie wollen. Charlie bleibt dabei. Er war Heiligabend am Nordpol und sein Dad ist der neue Weihnachtsmann. Und selbst als draußen schon wieder die Blumen blühen, spielt Charlie in seinem Zimmer immer noch im Rentierschlitten zum Nordpol fliegen mit seinem Dad, dem Weihnachtsmann. Und Scott besucht Charlie so oft er kann. Wo ist er? Wo er ist? Na, in seinem Zimmer. Da hüpft er gerade mit roter Zipfelmütze und Gummistiefeln von Wand zu Wand. Was Neil treibt, ist mir egal. Wo ist Charlie? Verstehe, ja, schon klar. Wenn du schon nicht Mann des Jahres wirst, dann wenigstens Weihnachtsmann, hm? Charlie, das ist nicht logisch. Wie kann ein Mann in einer Nacht alle Kinder der Welt besuchen? Nicht alle Menschen feiern Weihnachten. Und es gibt so etwas wie ein Raumzeitkontinuum. Das beginnt, wenn er in den Schlitten steigt. Na gut, aber was ist mit den Kaminen? Es gibt viele Menschen, die haben keinen. Wie kommt er in die Häuser? Verrat mir das mal. Ganz einfach, er wird zu Pudding. Plötzlich erscheint ein Schornstein und er quetscht sich so durch. Und was ist mit den Rentieren? Hast du irgendwann schon mal ein Rentier fliegen sehen? Ja. Also ich noch nicht. Hast du schon mal eine Million Dollar gesehen? Nein. Nur weil du keine gesehen hast, heißt es nicht, es gibt keine, oder? Hallo, Neil. Na, Sportsfreund? Wie geht's? Hallo, Dad. Gehen wir spazieren? Ich will mit dir reden. Oh ja, ich zieh mir was an. Prima, okay. Scott, hast du mal kurz Zeit? Klar. Ich glaube, Charlie ist augenblicklich im Konflikt. Wow, Donnerwetter. Tatsächlich. Ich bewundere deine Analyse, nein, wirklich. Aber du müsstest dir wirklich über Wichtigeres Sorgen machen.
Zum Beispiel, wo klaust du deine Pullis, wenn der Zirkus weiterzieht? Scott! Du nimmst uns einfach nicht ernst. Wir machen uns große Sorgen wegen dieser Sache. Große Sorgen? Worüber denn bitte? Aber ganz... Wenn Charlie mit dir zusammen ist, ist es im Moment das Beste für ihn. Schon groß genug, um den Schlitten selber zu lenken? Nein. Aber ich habe schwer geübt. Das glaube ich dir, aber darum geht's doch gar nicht. Bleib doch mal stehen. Wir müssen uns noch mal über die Sache unterhalten. Charlie, es gibt keinen. Keinen was, Dad? Keinen Grund, warum... Warum müssen wir jedem vom Nordpol erzählen? Verstehe ich nicht. Tja, manchmal müssen große Dinge, wichtige Dinge, sie müssen oder sollten sogar unter vier Augen bleiben. Ach, du meinst ein Geheimnis? Ja, ein Geheimnis. Es bleibt unter uns. Und warum? Wegen Mom und Neil. Nicht nur wegen der beiden. Da ist noch die Schule. Jeder denkt doch, es ist unwichtig, was die denken. Er springt fünf Mäuse raus. Die Sache liegt mir wirklich schwer am Herzen. Ich will das geheim halten. Machst du mit? Bitte. Okay, Dad. Toll. Danke. Jetzt müssen wir uns um diese Geschichte keine Sorgen mehr machen. Kriege ich die fünf Mäuse eigentlich im Bar? Wochen vergehen und niemand denkt mehr an Weihnachten. Alles scheint seinen normalen Gang zu gehen. Fast. Bis Scott merkt, dass er zunimmt. Jeden Tag mehr. Ja, bald hat er einen richtigen Bauch. Und einen Haarwuchs hat er im Gesicht. Da kommt er mit dem Rasieren gar nicht mehr nach. Als Scott nach ein paar Tagen fast 50 Pfund zugenommen hat, er in keinen Anzug mehr passt und seine Haare immer grauer werden, beschließt er, zum Arzt zu gehen. Der stellt ihn erstmal auf ein Laufband. So, Scott, die Zeit ist abgelaufen. Dann wollen wir mal den Puls messen. Na gut. Okay. Oh, ist ja reizend. Oh nein, Ihr Puls ist hervorragend. Ich weiß nicht, Sie sind gesund wie ein Pferd. Ja, nee, Pferd. Na gut, was soll's. Sie haben ein wenig zugelegt. Ein wenig zugelegt? Das nennen Sie ein wenig zugelegt? Das Gewicht kann von Jahr zu Jahr fluktuieren. Fluktuieren? Das klingt ja fast so, als würde ich kein Wasser lassen. In einer Woche 45 Pfund? Tja. Pete, was ist los mit was mir? Was nehmen Sie denn so zu sich? Milch und Plätzchen. Ehrlich? Aber ich trinke die Milch nie aus. Tja, schon hätten wir das Problemchen gelöst. Sie sollten auf Süßigkeiten verzichten, okay? Ist sonst noch was? Ja. Wie schnell wachsen Haare? Barthaare? Was? Ich rasiere mich morgens und nachmittags sehe ich so aus. Nun ja, wahrscheinlich eine kleine Hormonstörung, mehr nicht. Deswegen auch mein Stimmungstief. Stimmungstief? Sehen Sie mein Haar, es wird grau. Sie kommen in die Jahre, das ist völlig normal. Und bei dem Gewicht sollten Sie froh sein, dass Sie überhaupt noch Haare haben. Wenn es stört, schlage ich vor, oben eine Tönungskur und unten eine Schlankheitskur. Kleiner Scherz. So, und jetzt Täppchen hoch. Hauschen wir mal die alte Pumpe ab. Oh, Scott. Hm.
Fazit: Scott ist kerngesund. Dick, mit grauen Haaren und Bart, aber ansonsten kerngesund. Nach dem Arztbesuch geht Scott zum Bolzplatz, wo Charlies Fußballmannschaft ein Spiel hat. Scott sitzt noch gar nicht lange auf der Bank und schaut zu, da setzt sich ein kleines Mädchen zu ihm. Was ist? Ich möchte Ballettschuhchen haben. 10 Minuten später kommen Laura und Neil. Hallo, Mom! Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Doch, Laura sieht richtig. Vor der Bank, auf der Scott sitzt, hat sich eine Schlange von ungefähr 20 Kindern gebildet. Ich komm gleich. Hey, ich bin noch längst nicht fertig. Sagt es mir. Hallo, also nicht, dass ihr jetzt was Falsches denkt, aber die Kinder üben freiwillig Schlange stehen. Scott, ehrlich gesagt finde ich, dass du mit dieser Weihnachtsgeschichte ein wenig zu weit gehst. Hier ist meine Karte. Ruf mich an. Scott, ich muss dir ehrlich sagen, dass mir das langsam Angst macht. Nicht mal in meinen wildesten... Stimmt, na gut, vielleicht in meinen wildesten, aber ganz sicher nie in meinen normalen Träumen würde ich, aber hier geht es ja um Scott, ich meine, was Laura, soll ich... Laura, komm zur Sache. Zumindest hätte ich nie gedacht, du würdest so weit sinken, dein äußeres Erscheinungsbild zu verändern, nur um Charlies Liebe zu erkaufen. Hast du keine Vorstellung davon, wie gefährlich das für einen kleinen Jungen Sekunde. Ist? Halt, Mann, halt, was halt. Ist denn los? Charlie, wir fahren nach Hause, komm mit. Ich will aber weiterspielen. Er kann bleiben, ich gehe. Ich warne dich, Scott, wenn du nicht endlich zur Besinnung kommst. Du kennst dich mal wieder, als es an seiner Haustür klingelt. Hallo. Hallo, ich habe hier eine Sendung für SC. Sind Sie SC? Scott Calvin, das bin ich. Da unterschreiben. Danke, ich hole Ihre Pakete. Pakete? Ja, es sind schon ein paar. Wie schön. Ich lasse die Tür offen. Stellen Sie sie hier rein. Mach ich. Scott geht wieder ins Badezimmer, um seines Bartwuchses Herr zu werden. 10 Minuten später hat er die letzten Bartstoppeln besiegt, geht hinunter ins Erdgeschoss und fällt fast in Ohnmacht. Vor ihm stapeln sich hunderte hübsch verpackte Pakete und auf der kleinen Kommode liegt ein Brief. Hier ist die Liste. Überprüfen zweimal. Der Brief ist unterschrieben von einem gewissen Bernard. Und die beiliegende Liste enthält eine endlose Namenskette. Scott rast zur Tür. Sieht, wie 4 Kuriertransporter abfahren. Hey! Warten Sie! Warten Sie! Halt! Hey! Sie! Nehmen Sie alles wieder mit! Anhalten! Verschwinden Sie von meinem Wagen! Den ganzen Paketen machen! Bitte komm zurück! Die Wagen kommen nicht zurück. Und Scott weiß nicht, was er von der ganzen Sache halten soll. Aber scheinbar weiß das Laura. Ich sage dir, ich wusste es. Ich wusste genau, dass da irgendwas im Busch ist. Ich konnte nur... Warum unternimmt er hinter unserem Rücken alles, um Charlie noch konfuser zu machen? Ich meine, das ist mir einfach alles zu hoch. Was sollen wir jetzt machen? Es bietet sich nur noch eine Alternative an. Und von der ahnt Scott überhaupt nichts, als er durch die Stadt schlendert. Ach, du bist ja völlig verschmiert. Annie, brav. Weg da, weg da! Johnny, nicht brav. Johnny, fahr nicht so schnell! Gary, brav. Veronika, sehr brav. Na, wenn du dich da mal nicht irrst, Opa. Und Loras eben erwähnte Alternative ist... Das Jugendamt samt dazugehörigem Richter, der jetzt Charlie anhören möchte. Charlie, wie sieht's aus? Schenkst du mir eine Minute? Ist schon gut, Schatz. Geh mit. Wir brauchen nicht lange. Meinst du, wir tun hier wirklich das Richtige? Scott muss doch zur Vernunft kommen. Ja, aber... Aber ihm seine Besuchsrechte zu nehmen, ich weiß nicht, ich... Cherie, der Mann hat Wahnvorstellungen. Okay, ich bin völlig verunsichert, zugegeben. Aber irgendwie... Charlie glaubt an den Weihnachtsmann. Was ist so schlimm daran, frage ich dich. Er ist schon etwas zu alt. Ich bitte dich, Laura, wann hast du aufgehört, daran zu glauben? Wie alt warst du da?
Ich war in Charlies Alter. Ich erinnere mich. Ich habe dem Weihnachtsmann jede Woche einen Brief geschickt. Verrückt. Na gut, okay, zugegeben. Vielleicht nicht jede Woche, aber... Wie sehr habe ich mir damals ein Mystery Date gewünscht. Das Spiel kennst du doch noch. Du kennst es natürlich nicht. Das kennt kaum noch einer. Naja, ich glaube, das gibt's auch gar nicht mehr zu kaufen, aber... Wie auch immer. Eines Tages war dann die Bescherung. Da lagen so viele Geschenke. Ich bekam fast alles, was ich wollte. Doch etwas fehlte. Das Mystery Date. Ich war 3. Neil Miller wollte eine Pfeife mit Triller. Weihnachten kam. Keine Trillerpfeife. Seitdem habe ich nicht mehr an ihn geglaubt. Du warst erst 3 Jahre alt? Ja. Och, Neil. Wo ist Charlie? Ich muss ihn sprechen. Er ist beim Richter. Dad! Es ist alles okay. Ich habe dem Richter alles erzählt. Über dich und den Nordpol. Nach erneuter Durchsicht aller Bezeugungen bin ich zu einer schwerwiegenden Entscheidung gekommen. Ich bedauere sehr, dies angesichts der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage tun zu müssen. Aber im Interesse des Kindes bewillige ich den Antrag von Dr. und Mrs. Miller. Mr. Calvin, von heute an sind jegliche Besuchsrechte Ihrerseits aufgehoben. Bis zu einer Anhörung nach dem 1. Januar. Urteil hin, Urteil her. Am Heiligabend muss Scott seinen Sohn sehen. Hallo, Neil. Scott? Von rechts wegen dürftest du nicht hier sein. Zwing mich nicht, dich zu verprügeln. Ach, der Weihnachtsmann würde jemanden verprügeln. Ich bin kurz davor. Also glaubst du immer noch, du wärst er? Weiß ich nicht. Was meinst du damit? Du weißt es nicht. Wie kannst du sowas sagen? Natürlich weißt du es. Denk an die vielen Kinder. Das einzige Kind, an das ich denke, bist du. Dad, mir geht's gut, aber die anderen darfst du nicht im Stich lassen. Sie glauben an dich. Charlie, hör zu. Nein, du hörst zu. Du glaubst, du weißt, wer er ist? Großer Irrtum. Charlie, Liebling, du bist verwirrt. Ich weiß genau, wer er ist. Charlie, er ist nicht Santa Claus. Doch, das ist er. Wir waren zusammen am Nordpol. Die Elfen waren steinalt, obwohl sie aussehen wie ich. Und Bernard nannte mich Spatzbrand, denn er wusste alles. Bitte, Dad, sag, dass es stimmt. Du warst doch dabei. Und Charlie wirft seinem Vater die Glaskugel zu, durch die ein kleiner Schlitten mit 8 kleinen Rentieren schwebt. Mit Tränen in den Augen umarmt Scott voller Liebe seinen Sohn. Danke, Charlie. Danke. Seid so nett und lasst uns kurz allein, damit ich mich richtig von ihm verabschieden kann. Hast du gesehen, wie die Kugel zum Leben erwacht ist? Das habe ich gesehen. Charlie, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Ich hole meine Sachen. Halt, halt, warte, Sportfreund, warte, warte! Ich glaube, es wäre richtiger... Wenn du hier bleibst. Ich will bei dir sein, Dad. Wie gern ich das von dir höre, Charlie. Du meinst, ich darf mit? Und plötzlich, aus heiterem Himmel, ist da noch jemand im Zimmer, der erst einmal ein Stück von der Weihnachtspute probiert. Junge, Junge, ist der Vogel trocken. Wird der bei euch nicht eingepinselt? Bernard! Hallo, Sportsfreund. Bernard, darf ich mit? Bitte darf ich mitkommen. Warum nicht? Von mir aus... Charlie? Falls... Charlie?
Kein Scott, kein Charlie, kein Bernard. Sie sind spurlos verschwunden. Die Polizei verteilt Fahndungsfotos. Das hier ist unser Übeltäter, Scott Kelvin. 38 Jahre alt, der Typ glaubt, er wäre der Weihnachtsmann. Ladies and Gentlemen, der da wird nicht leicht zu fassen sein. Ich finde ja seine rote Zipfelmütze ziemlich auffällig. Und in den Weihnachtsmann-Werkstätten tief unter dem Nordpol ist Hektik ausgebrochen. Bernard zeigt Scott die neuesten Errungenschaften für einen Weihnachtsmann, der von der Polizei gesucht wird. Das ist Quinton, verantwortlich für Forschung und Entwicklung. Quinton, freut mich sehr. Ganz meinerseits. Charlie und ich haben die Gehirnzellen ausgetauscht und ich glaube, wir haben ein paar Überraschungen für dich. Das gehört mit zum Besten, was die Werkstatt seit langem entwickelt hat, seit der Kugel. Na fabelhaft, was passiert, wenn ich vom Dach falle? Doch bevor die Frage beantwortet wird, ruft Charlie erst einmal seine Mutter auf dem Polizeirevier an. Ist das das neueste Foto, das Sie haben? Warten Sie. Hallo? Oh, Charlie. Oh, mein Gott. Schatz, geht's dir gut? Wo bist du? Bist du in der Nähe? Mir geht's super. Wir sind oben am Nordpol. Charlie, bist du sicher, dass dir nichts fehlt? Ja, mir geht's prima. Wir bauen gerade einen neuen Schlitten. Wir versuchen einen Senkrechtstart. Hörst du, was er sagt? Oh, ich muss Schluss machen. Die Elfen brauchen mich. Nein, Charlie, warte. Nein, leg noch nicht auf, Schatz. Charlie, nein, ich... Charlie hat aufgelegt, weil die Elfen jetzt eine Vorführung mit dem Flammenwerfer starten. Die will er unbedingt sehen. Das ist ein brandneues Material. Absolut flammenhemmend, es ist leicht und doch strapazierfähig. Und du kannst diese Kombi unter deinem Kostüm tragen. Aber was mache ich, wenn ich aus Versehen mal vom Dach falle? Hm? Immer noch keine Antwort auf die Frage. Und was macht zwischenzeitlich die Polizei? Wir legen in einem Radius von 3 Meilen einen Gürtel um Dr. Millers Haus. Bei seiner Festnahme wünsche ich keine Gewalt. Und vergessen Sie nicht, er ist vermutlich als Weihnachtsmann verkleidet. Dieser Hinweis kostet natürlich einigen Kaufhaus-Weihnachtsmännern vorübergehend die Freiheit. Inzwischen sind Scott und die Rentiere startklar. Sag mal, Colin, hast du die Karte geschrieben? Das gefällt mir, damit ich nicht vom Dach falle. Colin, das bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank, mein Freund. Es geht los! Fertig, Sportsfreund? Ich kann's kaum erwarten. So, Dasher und Dancer. So, Prancer und Vixen. Los, Comet, los, Cupid. Lass es donnern und blitzen. Ah, ja! Mach's gut, John. Bis bald, Quentin. Alles Gute, Judy. Frohe Weihnachten. Ah! Charlie, bleib auf deinem Sitz. Ich will dir nur was zeigen. Radarabweisende Schlittenglöckchen, Thermoscheibe, DC-10 Frühwarnsystem und noch ein Luftreiniger. Boah. Aber das Tollste kommt noch. Deine Mütze. Meine Mütze? Da ist ein Funk eingebaut mit 2-Wege-Technik. Das Mikrofon ist da drin. Es verbindet sich direkt mit Judy. Und was ist das da? Ach, weißt du, das ist ein CD. Ah, Kompaktdisk. Nein, ein vollautomatischer Kakaodiener. Oben kommt immer heißer Kakao raus. Und unten ein warmes Plätzchen. Oh, Charlie, was wäre ich nur ohne dich? Gar nicht. Ein Kind nach dem anderen beschert Scott in dieser Nacht mit Geschenken. Und es macht ihm große Freude, alle Kinder glücklich zu machen. Charlie und er haben die anstrengende Tour fast beendet, da... Guck mal, da unten wohnen Mom und Neil. Kommen die jetzt dran? Ja. Ich habe was für sie in der Werkstatt gebastelt. Gerade ist Scott durch den Kamin geklettert und hat die Geschenke unter den Tannenbaum gelegt. Da passiert es. Keine Bewegung! Ihr habt mir einen richtigen Schreck eingejagt. Frohe Weihnachten, Jungs. Nicht für dich, Fettbauch. Fettbauch?
Jungs. Hey, 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 keine Dummheiten, ja? Nicht doch, was soll das? Ich habe einen Haufen Arbeit vor mir. Oh, bitte Vorsicht mit dem Kostüm. Es ist sozusagen eine Antiquität. Wo ist der Junge? Er sitzt im Schlitten. Wir haben Calvin erwischt und bringen ihn gerade raus. Santa Claus, kannst du mich hören? Bitte melden. Bitte machen Sie die Straße frei. Haben Sie dir wehgetan? Geht's dir gut? Macht euch keine Sorgen, Kinder. Lasst Santa Claus los! Ihr sollt ihn loslassen! Liebling, ich bin sicher, Charlie ist wohlauf. Charlie ist wohlauf, obwohl er oben vom Dach, da wo der Schlitten parkt, die Verhaftung des Weihnachtsmannes, der ja sein Daddy ist, mit ansehen musste. Am Nordpol herrscht Aufregung. Wir haben ein Problem. Er war zuletzt bei den Millers, aber antwortet nicht mehr. Kier. Zeit zum Auswärmen für die ELFS-Truppe. Hurra! Schneller, schneller! Weiter, weiter! Tempo! Die fliegende Elfeneinsatztruppe wird alarmiert. Es ist höchste Zeit. Und wenn ihr jetzt einmal bis drei zählt, dann wisst ihr genau, wie lange es gedauert hat, bis die fliegende Elfeneinsatztruppe bei Charlie auf dem Dach landete. Charlie? Ja? Keine Panik. Wir sind die Guten. Vorwärts, retten wir den Weihnachtsmann! Wie denn? Da wimmelt's überall von Polizisten. Ja, das Problem kennen wir. Aber wir haben auch nicht vor, durch die Haustür rauszumarschieren. Eins ist doch klar, man kommt viel schneller voran, wenn man fliegt. Jetzt gib mir deine Hand. Und halt dich gut fest. Und Charlie? Ja? Du musst mir versprechen, dass du nie allein versuchst zu fliegen. Hand in Hand mit den Elfen fliegt Charlie zur Polizeiwache, in der der Weihnachtsmann einsam in einer Zelle sitzt. Der wachhabende Polizist staunt nicht schlecht, als die fünf Kinder plötzlich vor ihm auftauchen. Wir wollen zu Santa Claus. Verschwindet, ihr Kinder. Besuchszeit ist vorbei. Wir sind keine Kinder. Und wir sind keine Besucher. Wir holen meinen Dad hier raus. Du bist der kleine Calvin. Wer sind die anderen? Wir sind dein schlimmster Albtraum. Ganz gemeine, böse, gemeine Elfen. Und die haben in 0,nix den Polizisten mit Geschenkband an seinen Stuhl gefesselt, sodass der Polizist sich nicht mehr rühren kann. Hättest du bloß kein Würstchen gegessen? Bittet mich los! Ich mein's ernst, bitte! Der Polizist bekommt als Knebel noch einen Berliner in den Mund gesteckt. Dann geht's los. Den Weihnachtsmann befreien. Charlie! Geht's dir gut, Dad? Jetzt ja. Den Zauberstrahlen der Elfentruppe kann die Zellentür nicht widerstehen. Schon ist sie auf und der Weihnachtsmann ist frei. Kurz darauf kann Laura den kleinen Charlie endlich in ihre Arme schließen. Charlie? Oh. Charlie? Charlie. Oh mein Gott, Charlie. Gib mir einen Kuss. Oh Gott, komm her. Komm her. Mein Junge, mein Liebling ist wieder zu Hause. Du hast mir so gefehlt, Charlie. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Mom. Ist dir nichts passiert? Ja, sieh mich an. Und Charlie? Mom, du glaubst gar nicht, wie sehr ich dich vermisst habe. Wir waren ja so besorgt. Wie konntest du nur? Lass mich runter. Ich habe nicht sehr viel Zeit. Hast du die Geschenke, die ich gemacht habe, unter den Baum gelegt? Aber natürlich. Dann können wir ja gehen. Nein, Charlie. Nein, Charlie. Schon gut, Laura.
Ehrlich gesagt, halte ich es für besser, wenn du hier bleibst bei deiner Mom und Neil. Wirklich? Aber Dad. Kein Aber, Charlie. Ich darf nicht nur an mich denken. Du kannst nicht immer nur bei mir sein. Wir sind eine Familie. Du, ich, deine Mom und Neil. Und sie wollen auch ein bisschen was von dir haben. Du wirst mir wahnsinnig fehlen. Komm mal her. Hör mal zu. Na komm, hör auf zu weinen. Da draußen gibt es viele Kinder, sehr viele. Millionen Kinder. Und sie alle glauben an mich. Sie vertrauen mir, Charlie. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Es wartet viel Arbeit auf mich. Dann darf ich auch nicht nur an mich denken. Du hast mir das schönste Geschenk gemacht, das man kriegen kann. Du hast als Einziger an mich geglaubt. Den Weihnachtsmann verdanke ich dir. Und ich kenne niemand, der so wenig an sich selbst denkt wie du. Ich liebe dich, Santa Claus. Ich liebe dich auch, mein Sohn. Ist ja gut, ganz ruhig. Hast du was dagegen, wenn wir Weihnachten jetzt immer zusammen feiern? Oh mein Gott. Du bist es. Du bist es wirklich. Du bist wirklich der Santa Claus. Ziemlich cool, ne? Ist mir schlecht. Und deine Eltern dachten, aus mir würde nie was werden. Warte, geh noch nicht. Ich habe etwas für dich. Er ist Santa Claus. Scott. Neil. Santa Claus. Ist schon gut, Neil. Hier, das ist mein Weihnachtsgeschenk für dich. Es ist der Gerichtsbeschluss. Und ich möchte, dass du Charlie so oft besuchst, wie du mal kannst. Verlass dich drauf. Danke, Laura. Frohe Weihnachten. Was ist denn das für ein Geflänne hier drin? Bleib doch locker. Ich verabschiede mich gerade von Charlie. Wieso verabschieden? Charlie, du hast doch noch die Kugel, oder? Ja. Du brauchst sie nur zu schütteln. Ganz einfach, mehr nicht und schon siehst du deinen Dad. Was, ehrlich? Er kann kommen und dich sehen, wann immer du willst, Tag und Nacht. Hey, habe ich dich jemals belogen? Oh, schicker Pulli. Moment mal, ist der etwa von uns? Laura? Er saugt uns in seine Wahnvorstellungen. Ist ja echt raffiniert, was er sich so einfallen lässt. Neil, relax. Irgendwann mal erkläre ich es dir. Wo ist der hin? Weiter! Alle Mann hier rüber! Ab Position! Hey Leute, macht mal etwas Platz. Verschwindet hier. Hier, Sir. Hey Leute, geht wieder nach Hause. Hier gibt's nichts zu sehen. Geht sie von der Straße weg. Okay, Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Ist nett, dass Sie vorbeigekommen sind. Hey. Wartet, er ist mein Ex-Mann und er ist schon längst ab durch den Kamin. Tief da oben. Große und kleine Köpfe schauen nach oben in den Himmel und sehen etwas, das sie nur aus den Geschichten ihrer Kindheit kennen. Dort, hoch über den Dächern der Stadt, fliegt der Weihnachtsmann in seinem goldenen Schlitten, gezogen von 8 Rentieren. Wiedersehen, Charlie. Mach's gut, Dad. Frohe Weihnachten euch allen und allen eine gute Nacht.
Charlie? Ist schon gut, Neil. Du hast das Kind in dir verdrängt. Du wirst noch mal ein richtig großer Psychiater, Kleiner. Ach nein. Ich glaube, ich steige lieber ins Weihnachtsgeschäft ein. Vorsicht da unten! Kleine, bunte Päckchen an Fallschirmen fallen vom Himmel und landen direkt vor Loras Füßen. Oh. Und da sind ein Fußball für Charlie, für Neil. Meine Trillerpfeife. Und für Lora das Spiel Mystery Day. Nie erfüllte Kinderwünsche gehen so für die beiden heute in Erfüllung. Tränen rinnen über Loras Gesicht. Diese Nacht, diese schönste und geheimnisvollste Nacht aller Nächte, wird sie nie vergessen. Was seit ihrer Kindheit aus ihrem Herzen verdrängt war, das hält nun wieder Einzug in ihr Herz. Der Glaube an den Weihnachtsmann. Und nur ein paar Minuten später schüttelt Charlie seine Glaskugel. Wieder legt sich der Schnee in der Glaskugel auf die kleinen Tannen. Doch von Charlies Vater, dem Weihnachtsmann, ist nichts zu sehen. Mom, diese blöde Kugel funktioniert nicht. Mist. Doch da, an einem prall gefüllten Weihnachtssack, schwebt etwas dickes Rotes vom Himmel herab. Hey, Sportsfreund! Na, fehl ich dir bereits? Ich bin erst 10 Minuten weg. Lass mir eine Pause, ich war auf dem Weg nach Kanada. Komm her, ich will dich knuddeln. Wollen wir beide eine kleine Spritztour machen? Ja! Frag erst deine Mom. Bitte, Mom. Von mir aus geh schon, na los. Okay. Festhalten. Schon fliegen wir. Bis bald, Mom. Nicht zu lange wegbleiben, ja? Und überquert ja nicht den Ozean, Scott. Mach's gut. Scott. Wiedersehen. Scott. Santa Claus. Und Laura schaut den beiden hinterher, bis der goldene Schlitten, gezogen von 8 Rentieren in den Wolken hoch über den Dächern der Stadt, verschwunden ist.